Herr Professor Jakisch, wir sind hier beim ASCO in Chicago und wir hören tagtäglich neue Neuigkeiten aus Studien, Ergebnisse aus Studien. Was sind überhaupt klinische Studien? Wer macht die überhaupt und wie kann man das verstehen? Also gerade Patienten sollen ja auch in Studien eingeschlossen werden, sonst gäbe es keine klinischen Studien. Können Sie uns da mal so einen kleinen Überblick geben? Das mache ich gerne. Eins der wichtigen Punkte dabei ist, dass wir versuchen, die klinische Studie und ein Experiment voneinander zu trennen. Das hat damit nichts zu tun. Die meisten Menschen, es geht ja hier um die Humanmedizin, die in Studien eingeschlossen werden sollen oder die sich an Studien beteiligen sollen, haben immer das Gefühl, Versuchskaninchen zu sein. Das ist eine Phase der klinischen Entwicklung, die ist schon längst abgeschlossen. In klinischen Studien geht es darum, die Behandlungsmöglichkeit A mit der Behandlungsmöglichkeit B, C oder D zu vergleichen. Und damit man das nach, sagen wir mal, international akzeptierten Regeln macht, wird so eine Behandlung, wenn man eine Studie hat, wo A und B oder A, B und C miteinander verglichen werden, wird so etwas zufällig zugeteilt oder, um es mal populistisch auszudrücken, ausgelost. Und davor haben viele Menschen Angst, das kann ich auch nachvollziehen, aber wir kommen nur dann weiter, wenn wir die Behandlung nach A oder B, bleiben wir mal bei dem Beispiel, einfach zufällig auslosen. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie sich überlegen, dass man vor 2000 Jahren die Brust bei Brustkrebserkrankungen amputiert hat, dann war das damals eine Therapiemaßnahme, die man nicht besser wusste. Und dann hat es ja, wie wir alle wissen, lange gedauert. Und dann gab es klinische Studien in den 60er Jahren, wo man ausgelost hat, ob man die Brust brusterhaltend operiert und sie nachbestrahlt oder die Brust amputiert. Und heute ist das eine Selbstverständlichkeit, die aber nur deswegen machbar ist, weil wir jetzt eben 20, 30 Jahre lang Erfahrung haben und wissen, dass man damit den Frauen keinen Schaden anrichtet. Und so ist es mit jedem neuen Medikament, was wir in der Therapie einführen. Eine Studie kann und darf ja nicht zum Experiment werden. Da müssen sich die Patienten darauf verlassen können. Dazu gibt es das Deutsche Arzneimittelgesetz, das regelt, wie klinische Studien in bestimmten Phasen, Phase 1, 2, 3, 4 und 5 durchgeführt werden. Und das, was wir in den Kliniken meistens durchführen, sind Phase 3 Studien, wo wir für die Zulassung eines Medikamentes oder auch für andere Fragestellungen nach ganz festgelegten Regeln einen Studienprotokoll erarbeiten. Das machen Studiengruppen, das können Einzelpersonen sein. Das sind meistens solche dicken Schinken, wo alles drin steht, wie das Medikament wirkt, welche Einschlusskriterien, welche Ausschlusskriterien, welche Sicherheitslinien eingeführt werden. Das kann man alles in klinischen Studien festlegen. Aber wichtig ist, dass man das auch kontrolliert. Dass kontrolliert wird, dass dort kein Eigennutz betrieben wird, sondern dafür gibt es Komitees, die Studienverlauf überprüfen. Es gibt im Verlauf einer Studie verschiedene Momente, wo man sagt, hier wird geguckt, sind die Ziele erreicht oder nicht erreicht worden. Das ist alles wunderbar gesetzlich geregelt. Man spricht ja da oft auch von Primärziel und Sekundärziel. Wenn man jetzt so mal im Internet als Laie reinschaut, sind ja oft Fremdwörter auch, die einen da treffen. Und wie soll man die übersetzen? Was ist zum Beispiel ein Primärziel? Also für eine Studie, ich muss mal irgendwas trinken. Gerade, was ist zum Beispiel ein Primärziel gegenüber einem Sekundärziel? Also eine Studie wird oder eine Untersuchung hat immer eine Fragestellung, die beantwortet wird. Und man versucht eben zu wissen, 1 und 1 ist 2, das weiß man. Wenn man neue Fragen hat, muss man ebenfalls eine Frage ein erstes Studienziel sich aussuchen. Das heißt, was will ich zeigen? Und die sogenannte Statistik wird nun darauf berechnet, wie viele Patienten ich brauche, was ist meine Annahme, was darf nicht passieren. Das ist das primäre Studienziel. Wer rechnet das aus? Sind das Statistiker? Die Statistiker machen das. Und da wird die entsprechende statistische Methode ausgewählt. Das ist eine Wissenschaft, die für sich alleine steht. Und dann kann man nach diesen biometrischen Bedingungen eben auch ein zweites und ein drittes Studienziel machen. Die sind dann aber, sagen wir mal, wenn sie vorher definiert sind, valide und gültig, wenn sie vorher nicht definiert sind, dann haben sie keinen hohen Stellenwert. Das Wichtige ist, man kann ja testen, ist A besser als B oder ist B genauso gut wie B, C oder A. Das will man ja wissen. Zum Beispiel, wenn Sie zwei Medikamente haben, wenn die gleich gut wirken, welches hat weniger Nebenwirkungen oder welches würden die Patienten lieber nehmen, das kann man in klinischen Studien alles überprüfen. Das ist ein aufwendiger Prozess, aber der führt eben dazu, dass die Behandlung von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser wird.
Wie sieht es jetzt aus, wenn Sie zum Beispiel eine Patientin in eine klinische Studie einschließen möchten? Ich kann mir vorstellen, dass da Fragen aufkommen. Sie sagten vorhin Versuchskaninchen. Das ist einfach ein Volksmund. Nein, ich habe gesagt, kein Versuchskaninchen. Das muss man ganz klar sagen. Die Patienten kriegen, und das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht ganz früh Medikamente, die sie wahrscheinlich erst in 1 oder 2 Jahren in der Zulassung kriegen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nun gibt es aber die sogenannte Kontrollgruppe. Manchmal weiß ich eben nicht als Patientin, in welcher Gruppe lande ich letztendlich da, wo ich das neue Medikament bekomme oder da, wo ich die Standardtherapie bekomme. Ist denn die Standardtherapie schlechter? Nein, deswegen heißt es ja Standardtherapie. Also die Ethikkommission der Ärztekammern oder verschiedener anderen Einrichtungen, da sitzen Statistiker, Theologen drin, Naturwissenschaftler, Patientenvertreter, die achten schon sehr genau darauf, dass der Kontrollarm keine Untertherapie ist. Es gab vor vielen Jahrzehnten eben Studien, da hat man gegen Beobachtung getestet, weil man gar nicht wusste, dass es wirkt. Das haben wir alles verlassen. Heute wird in einer klinischen Studie keine Patientin schlechter behandelt, sondern dadurch, dass die Therapie überprüft wird, also von extern, kommen sogenannte Monitore, die gucken sich die Krankenunterlagen an, gucken, ob die Behandlung richtig gemacht ist. Dadurch wird die Qualität der Therapie besser. Und wir haben gerade hier auf dem amerikanischen Krebskongress von Herrn Wöckel aus Ulm gesehen, im Brenner-Projekt, dass in Deutschland Patienten, die in klinischen Studien behandelt werden, genauso gut behandelt werden, als wenn sie leitlinienkonform behandelt werden. Auch Leitlinien sind ein Ergebnis von vielen Studien, die sagen, man sollte dieses und jede Therapie so machen. Sie wird aber im Alltag längst nicht immer so durchgeführt. Insofern ist es für Patienten und auch für Kliniken ein Qualitätsmerkmal, an klinischen Studien teilzunehmen. Natürlich gibt es dort sinnvolle und weniger sinnvolle Studien, aber diejenigen, die sich damit beschäftigen, möchten ja etwas Gutes für ihre Patienten tun. Es macht ja keinen Sinn, eine Studie auszuwählen, wo man weiß, damit schade ich einem Menschen. Also kann man generell sagen, so wie ich Sie verstehe, in eine klinische Studie sich einschließen zu lassen als Patient bringt durchaus Vorteil. Man wird sehr engmaschig begleitet, hat eventuell Untersuchungsmethoden, die man sonst nicht hat. Man bekommt auf jeden Fall die Standardtherapie, ist die übliche Therapie, auf die jeder Patient Anspruch hat, und man testet dann noch ein neues Medikament in einer bestimmten Gruppe. Das ist vollkommen richtig. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Studien. Es gibt sogenannte Doppelblindstudien, in denen weiß weder der Patient noch der Arzt, welches Medikament die Patientin bekommt. Das ist die höchste Qualität, weil wir alle den Placebo-Effekt kennen, dass man allein schon durch die Kenntnis, ein Medikament zu kriegen, schon, dass es einem besser geht. Und das will man ausschließen. Man möchte eine ganz nüchterne, sachliche Beurteilungsebene finden, wie man etwas behandelt. Also die doppelblinden Studien sind die allerbesten, aber sind auch die aufwendigsten Therapien. Wichtig ist einfach, dass man ein normales Maß hat, wie man sachlich etwas bewertet. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel aus der Schule. Eine Mathematikarbeit ist relativ einfach zu beantworten, weil es keine Fragen gibt, wie viel 3 und 3 ist. Ein Aufsatz ist schon sehr viel schwieriger zu beantworten. Und wir wollen den Aufsatz in eine Mathearbeit umsetzen, um die, sagen wir mal, Emotionalität in der Beurteilung von Wirkung und Nebenwirkung zu versachlichen, dass dann die nächste Generation von Patienten sich auf wirklich valide Daten verlassen kann. Und dafür brauchen wir klinische Studien. Ich denke, auch ein wichtiger Faktor ist, dass auch Patienten sich bewusst sind, wenn sie sich in eine klinische Studie einschließen lassen, dass man da auch gewisse Verpflichtungen hat, dass man sich auch an die Regeln hält, auch an die Medikamenteneinnahme. Wie lösen Sie das, Ihren Patientinnen zu sagen, wenn Sie sie einschließen, worauf muss eine Patientin achten, wenn sie in einer klinischen Studie ist? Also wichtig ist erstmal, dass die Patientin und die Familie versteht, worum es geht. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Damit sie sich nicht zu Hause rechtfertigen muss auf einem anderen Wissensniveau, warum machst du das und das ist doch alles nur ein dummes Zeug. Wenn man aber mit den Patienten das in Ruhe bespricht, und heute ist es einfach auch dank Ihrer Arbeit mehr und mehr geworden, dass die Leute verstehen, warum man das tut. Ein wichtiger Punkt im Arzneimittelgesetz ist es, eine Patientin oder ein Patient zu jedem Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen sagen kann, ich möchte nicht mehr an der Studie teilnehmen. Und dann bekommt sie die entsprechende Standardtherapie für ihre momentane Situation. Das setzt aber voraus, dass die Studienärzte sich im Vornherein überlegen, kann ich das einer Patientin zumuten? Denn wenn Sie sich vorstellen, man macht nun eine solche Studie und 50% brechen vorzeitig ab, dann ist das kein sinnvolles Vorgehen. Also die Rechte sind in einem langen Studienprotokoll, in einer mitunter sehr genau aufgeführten, über viele Seiten gehenden Patientenaufklärung
Das braucht Zeit. Das muss man 2 bis 3 Mal im Gespräch durchgehen. Da haben wir häufig Hilfe von unseren Study Nurses oder unseren Psycho-Onkologen. Aber trotz alledem braucht es Zeit für beide Seiten. Wir wollen ja eine Win-Win-Situation haben, wo wir die Therapie verbessern und trotzdem für die nächste Generation auch ein Stück weiterkommen. Also Patienten, die sich in eine klinische Studie einschließen lassen, tun damit auch etwas für die Zukunft, eventuell natürlich für ihre Kinder, für absolut ihre Enkel. Absolut. Sodass vielleicht gar nicht mal so weit gedacht. Es geht ja sehr schnell heute. Ja. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Brusterhaltung. Wenn das in den 60er, 70er Jahren nicht durchgeführt worden wäre, dann wären wir heute weiter noch längst nicht da, wo wir heute sind. Und die Wissenschaft geht so schnell und dann muss man das geschaffene Wissen eben auf den Prüfstein stellen und sagen, ist das wirklich etwas, was an allen Orten funktioniert? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Können sich denn Krebspatienten heute auch über klinische Studien ohne den Arzt informieren? Gibt es da Möglichkeiten oder muss der Arzt da einfach unterstützen? Also da gibt es wie für viele Dinge im Leben das Internet, da gibt es Studienportale für Patienten, für Ärzte jeglicher Couleur. Es müssen sogar heute alle Studien in zentralen Registern gemeldet werden. Also Sie können da nicht einfach zu Hause eine Studie oder eine Untersuchung als Studie deklarieren. Die muss angemeldet werden, da werden bestimmte Kriterien erfüllt. Dann gibt es eine Studienprüfnummer, die sogenannte EUDRAG-Nummer. Und damit sind solche Studien nachvollziehbar. Ja, das kann man machen, kann sich sehr gut informieren. Wichtig ist natürlich auch immer wieder zu sehen, ist man bereit für eine neue Therapieoption auch mal ein paar Kilometer zu reisen oder nimmt man nur das in Anspruch, was vor der Haustür ist. Ich sage meinen Patienten immer, sie fahren ja auch nicht in den Nachbarsgarten zum Urlaub, sondern fahren weit weg, um andere Dinge zu sehen, und das versuchen wir auch so zu tun. Ich glaube, da ist ganz wichtig auch doch die Unterstützung des behandelnden Arztes, auf jeden wie Fall motivierend er wirken kann, wie vertrauenswürdig auch der Arzt ist, auch auf Fragen eingeht, auch die Angehörigen mit einbezieht. Das ist sicherlich, was Sie schon bereits erwähnt haben, ein wichtiger Punkt. Richtig. Und in einer klinischen Studie ist es mindestens so wichtig wie in der Alltagstherapie, dass ein gegenseitiges Vertrauen existiert. Sonst funktioniert es nicht. Ganz herzlichen Dank, Herr Gerne. Professor Jackisch.